Jo, hallo Leute, hier ist aber auch euer Table Tennis Gamer mit Blindzocken. Ja, wir haben uns ewig nicht gesehen im Blindzocken und ich habe mir gedacht, komm, jetzt muss man wieder ran. Oh, okay, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir machen das, was. Oh, ich kann es schon gar nicht mehr. Wir machen das, was wir immer machen: den Schal erstmal anziehen. Das wichtigste Utensil beim Blindzocken. So, Schal ist da. Und ab ins Spiel. Jo, da sind wir auch gleich im Spiel, Leute. Ich habe natürlich vergessen, mir die Kopfhörer aufzuziehen. Ah, die habe ich aber hier. So, mit einer Hand muss ich das jetzt machen. Weil mit der anderen Hand habe ich schon WASD in der Hand, um die Steuerung zu raffen. So, alles klar. Hört ihr was? Ihr müsstet auch was hören. Ah, ein bisschen lauter. Ich höre ja nichts. Wo ist der Ton? Ah, jo. Okay, wir spielen Gish. Ihr seht schon, Gish ist ein wunderbares Spiel, wie ihr alle natürlich wisst. Ja, weil Gish ist somit das schlechteste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Aber okay, ja, man kann es sich trotzdem antun. Ich habe heute Morgen bestimmt 5-mal das Level gemacht und ich traue mich gar nicht, jetzt loszumachen. Ja, okay, alles klar, Leute. Mein Ziel ist folgendes, ne? Wir gehen rechts und dann müssen wir einmal runter, dann gehen wir links und müssen wir nochmal runter, dann müssen wir eine Wand hoch und dann müssen wir einen, wie nennt man das, einen Vorsprung hochspringen. Und mein Ziel ist es, den Vorsprung hochzuspringen. Ob ich es jemals dahin... Boah, mein Auge, Alter. Bleib mal korrekt. So, ob ich es jemals dahin schaffe, würde ich weiß nicht. Okay, auf geht's. So, jetzt gehen wir erstmal nach rechts, ne? Wie beim Einkaufen. Und jetzt runter. Oh, wir haben die Münzen. Geil, wir sind im Wasser gelandet. Boah, ich habe mir das heute Morgen bestimmt 5-mal angeguckt, damit ich jetzt auch weiß, wo es lang geht. Okay, links. Und jetzt runter. Hä? Wo sind wir? Wo sind wir? Hallo? Gish? Bist du schon da? Ey, der muss doch links... Gish? Bist du wahnsinnig? Geh doch runter! Boah! Hab ich mich erschrocken, Alter, wegen dem Wassergeräusch. Okay, okay, Leute. Wir sind mit dem Drecksklumpen jetzt im Wasser gelandet. Eigentlich müssten wir uns auflösen, weil wir gereinigt werden. Aber nein, das ist Gish, Mann. Bei Gish gibt es keine Logik. Okay, alles klar. Ich bin jetzt im Wasser. Boah, und jetzt müsste es irgend so eine Wand geben, die ich hoch, wie nennt man das, hochzacken kann. Alles klar. So, ich habe nämlich so geile Fähigkeiten. Ich zack mich jetzt die Wand hoch. Yeah. Ich glaube, ich habe mich hochgezackt. Okay. Und jetzt... Oh, das ist so schwierig, das ist so schwierig. Jetzt muss ich irgendwie hüpfen und dann boom. Okay, seid ihr bereit? Hab ich's geschafft? Bin ich weiter? Hab ich's geschafft? Nee, ne? Nochmal, ne? Boah, man hört das auch so schlicht, ob der jetzt hüpft oder nicht. Ich muss mal hören jetzt. Ja, hüpft der Affe jetzt oder hüpft er nicht? Wo ist der denn? Gish! Wo bist du? Geh doch da runter! Geh irgendwo hin! Lass mich in Ruhe! Der hüpft? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe eine Münze mitgenommen. Hab ich das geschafft, da hochzuspringen? Als ob ich das geschafft habe, da hochzuspringen. Das glaube ich doch selber nicht. Aber davor waren noch keine Münzen mehr. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft, Leute. Ohne Scheiß habe ich es geschafft, da hochzuspringen. Im Ernst? Ey, wenn ich das blind geschafft, das habe ich ja noch nicht mal ohne geschafft. Hä? So. Oder ich bin jetzt wieder zurück im Wasser. Dann müsste ich jetzt da hoch. Nee, als ob ich da hoch. Nein, ich bin jetzt wieder... Ah. Oh, ich bin gerade über meinen Fuß gefahren mit dem Rollstuhl. Oh, okay, okay, alles wieder gut. So, jetzt müsste ich, also wenn ich es mir so vorstelle, hier ist das Ding, da ist die Wand und ich muss tuck, tuck, tack. Alles klar, wisst ihr Bescheid? So, Gish, Alter, nicht mit mir, nicht mit mir. So, mit der Kraft vom Gish Imagination. Jetzt mal. Ich höre den nicht hüpfen. Das kann doch nicht sein, dass er nicht hüpft. Was ist eigentlich los mit dem? Gish, Alter. Hast du schon was vom Hüpfen gehört? Irgendwie Hüpfburg und so? Hä? Kennst du sowas?
Jetzt hüpf endlich! Putz auf mit der Scheiße! Hüpf doch endlich! Ich bin wieder im Wasser gelandet, ne? Dann muss ich jetzt wieder hoch. Ey, Ich raff den einfach nicht. Wo ist der denn jetzt? Gisch, Alter. Der hüpft nicht, verdammte Scheiße. Der hüpft nicht. Ich höre den nicht hüpfen. Toll, wo ist mein WASD? Moment. WASD. Ah, da. Das gibt's doch nicht, der hüpft nicht. Der ist einfach scheiße, der Typ. Der hüpft einfach nicht, dieser komische Blackianer da. Okay, ist ja was. Ich weiß nicht, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Ich probiere es doch genau dreimal, den zum Hüpfen zu bringen. Und wenn es dann nicht schafft, dann kann er mich mal gerne haben. So, Gisch, warte ab, Alter. Jetzt wird gehüpft. Er hüpft nicht. Ich werde nicht mehr. Er hüpft einfach nicht. Wo ist der denn überhaupt? Bah, ich muss gleich irgendwie das Programm schließen, ohne dass ich sehe, wo ich bin, ne? Ansonsten spoilere ich mich ja, ne? Ich muss ja die Reaktion aufnehmen. Die kommt im Übrigen... Die Reaktion, wann die kommt, weiß ich gar nicht. Entweder heute oder morgen. Sonntag kommt die Reaktion. Keine Ahnung, wo der Scheiß ist, ohne Scheiß, ey. Gisch, weißt du was? So, jo Leute, okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob ich mein Ziel geschafft habe oder nicht. Wir werden in der nächsten Zeit wieder ordentlich Blind Zocken machen. Freut euch also auf eine Menge Spiele. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Das war's vom Gisch, ey. Kein Bock mehr auf Gisch. Ohne Scheiß. Tschüss.